Für diese Begrüßung muss ich zunächst den Toastbrot, der vor mir liegt, mit Käse überbacken und darunter Salami, wegschieben und das Mikrofon vor mich schieben. Jetzt ist es getan und damit herzlich willkommen zurück bei Mighty Pirates versus Hosenkorb. Ich habe Hunger. Das klingt sowohl komische Home-Shopping-Sendung aus. Ja, irgendwie schon. Und das Problem ist, ich habe tatsächlich Hunger in-game und Ex-Game. Real Life. Ex-Game. Also. Out-Game. Trans-Game. Wir hatten ja beim letzten Mal hier die Stromproduktion gestartet. Das Problem verschieben wir aber noch ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich hier ein bisschen umkabeln. Aber in der Zwischenzeit habe ich eine tolle Entdeckung gemacht, was unser Crafting mit Maschinenproblem angeht. Und zwar gibt es unser Crafting mit Maschinenproblem. Crafting Modules. Die kann man in Chassis reinpacken. Dementsprechend werde ich mir jetzt mal hier ein Chassis MK4 bauen, wo man nämlich 4 Modules reinpacken kann. Ich finde, Chassis klingt wie ein Name von einer Katze. Warte mal, wollte ich echt ein MK4? Chassis, komm doch mal her. Nicht wirklich. Ach richtig, das MK5 Lassie, konnte. Ja, das MK5 habe ich mich ein bisschen drum gedrückt, weil das braucht noch ein Diamant-Chipset. Wenn wir irgendwann so weit sind. Wir haben viele. Wir haben 26 Diamant-Ores. Nein, es ist trotzdem nicht genug. Ja, also sagen wir so, wir brauchen es gerade nicht. Dementsprechend reicht mir ein MK4. Das ist was anderes. Machen wir mal 2 draus. Nein. Und dann hätte ich gerne Crafting Modules. Und zwar nehmen wir ruhig mal 5 oder auch nicht, weil 9 Eisenchipsets fehlen. Na super. Ja. Ich hoffe mal, dass hier drüben ein paar fertig wurden. Ja, 18 Stück, das könnte jetzt erstmal reichen. Gut, dann können wir auch hier gleich was mitnehmen. Und zwar dachte ich mir, die Alloy-Smelter brauchen wir eigentlich nicht hier drüben, weil wenn das immer hierher muss, dann wären wir da verrückt. Dasselbe mit der Sägmill, wobei dieses bei der Sägmill. Die Sägmill. Können wir die umbenennen? Bitte. Können wir die umbenennen? Mit dem Resource Pack. Sägmill. Sagen wir mal so, fangen wir mal mit der. Mit dem Alloy-Smelter an. Also. Nur zum Hinweis, falls ihr gewisse Ressourcen gerade nicht findet im Lager, im Controller, liegt daran, dass ich das Lager gerade etwas umbaue. Dann wart ganz kurz, dass ich schnell also alles kaputt, ein paar Crafting-Modules bauen kann. Ja, ist schon weg, schon länger. Aber okay. Passt. Mach ich. Gut. Schön, dass ich helfen konnte. Ich kann es herstellen, da kommen sie übrigens angeflitzt. Genau, so, Crafting-Modules. So, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich vermute mal, dass wir die Maschinen einfach auf der anderen Seite hinstellen, weil hier freundlicherweise Platz ist. Das heißt, ich stelle mal hier den Alloy-Smelter hin und den brauchen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Abstand. Machen wir hier den zweiten. Kommt mir bitte jetzt nicht zu nah. Mich verfolgen gerade ein Haufen Provider-Modules und Item-Sync-Modules, die nicht mehr ins Inventar passen, weil sie ja nicht stacken, wenn sie schon. Glückwunsch. Das ist grandios. Passt das? Ja, sehr gut. Ja, warte mal, ich will dann haben die jetzt wieder Strom. Ah, ich sehe nichts. Und jetzt können wir hier mal ein Chassis und hier ein Chassis. So, und zwar soll da nichts passieren. Und wenn wir jetzt hier reingehen, können wir jetzt hier ein Crafting-Module reinlegen. So, und ich würde sagen, wir machen einfach mal das einfachste Iron, Pulverized Iron zu Iron Ingot. Beziehungsweise Iron Dust, eigentlich eher. Ich bin gerade unter der Erde, so stockfinster und ich sehe nichts und ich habe keine Fackeln, das ist schlecht. Weil Iron Dust kriegen wir viel. So. Nimm den Lichtschalter links von dir. Okay. Und wenn wir, jetzt können wir hier reingehen und sagen, wir wollen reintun Iron Dust und kriegen raus Iron Ingot. So, ich sollte hier nicht auf Disabled stellen, sondern auf None. So, jetzt verbindet das Ganze auch.
Außerdem wäre es noch ganz praktisch, so ein paar Transport-Pipes zu haben. Und eine Basic Logistic Pipe. Auch ganz praktisch. So, her damit. Kann ab und zu nützlich sein. Ja, habe ich mir auch schon mal sagen lassen. So, das ist vielleicht nicht endgültig hier, aber zumindest mal für den Anfang. Ach, Licht. Gesundheit. Was machst du da? What the fuck? Wer? Was ist going on? Wen von uns beiden meinst du? Ich glaube dich, ja. Ich versuche hier gerade was rüberzulegen. Aha. Sieht's wieder nicht schön aus? Es fehlt vor allem, glaube ich, eine Junction Pipe in der Ecke, aber. Nö. Nicht? Sieht so aus. Da ist eine Unrouted Transport Pipe, drum ist da auch nichts rot. Ja, das sind Knubbelchen, ja. Die sehen bloß so aus wie an der Entfernung. Und wenn wir jetzt hier spaßeshalber mal sagen, wir hätten gerne Iron, was natürlich ein großes Problem ist, weil wir haben hier so wenig. Ja, okay, machen wir das anders. Kann ich sagen, crafte das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht. Kupfer ist auch zu viel. Tin. Ah. Jetzt weiß ich, was da unterirdisch explodiert ist, als ich gerade unterirdisch war. Aha, was ich habe einen Broken Spawner. Der spawnt Block of TNT. Oh. Cool. Man muss dazu sagen, vor der Aufnahme hat es hier mal gewaltig Boom gemacht und wir haben aber nichts gesehen. Das war gerade eben während der Aufnahme, als ich gerade unterirdisch war. Das habe ich nicht gehört. Macht nichts. Ja, da war ich auch weiter weg. Haben wir irgendein Ohr, wo wir wenig Zeug haben? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann machen wir lieber interessantere Sachen. Wir haben 3 Status Quartz charged und ein Emerald. Ja, aber das ist gerade nichts, wenig, was ich ins Gold. Und was ist denn besser? Iron Chest oder Copper Chest? Hier, Gold Dust, das klingt gut. Gold Dust und gib mir hier mal alles. Nochmal, wie bitte, was? Iron Chest oder Kupfer Chest? Iron. Was ist größer? Gut, wir haben kein Rezept für Iron Chest, wie uncool. So, also nochmal hier rein. Ein Crafting Module. Und zwar Gold Dust rein, Gold Ingot raus. Rein, raus. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen bitte, wir brauchen Gold Ingots, wir haben ja keine, so 20 Stück. Dann kommt jetzt hier Gold an, geht hier rein, wird geschmolzen. Dann können wir es essen. Und wird rausgepackt. Und geht das der Wire-Connector kaputt, wenn ich den Fenster drüber wegmache? Ja, glaube ich. Ich würde den Fenster aber gerne austauschen. Oh, wait, let me try something. Und hier kriegen wir jetzt unser Gold. Ist das nicht toll? Wow. Nicht wahr? Mit anderen Worten, wir können ja mehr oder weniger craften. Und das Ganze, den hier werde ich als Furnace machen, drum ist der Furnace only. Und den hier werde ich Alloys only machen. Also hier sollen die ganzen Alloys rein. Wow. Magic FTV. Ich fülle es mal schon mal auf. Und da gab es so ein paar Alloys, die ganz interessant waren. Das eine war Alloy. Alloy? Das eine war, was war denn das? Electric Steel, glaube ich. War das überhaupt? Also, schauen wir mal. Redstone Alloy ist, genau, Redstone und Silicon. Einmal Redstone und Silicon. Wobei wir bei Silicon gleich noch schauen müssen, wie wir Silicon herkriegen. Das war, glaube ich, ja, in der Sägmill. Ne, das ist das Nebenprodukt.
Ah, im Pulverizer einfach. Moment. Ah, roter Sand in mit Silicon. Was? Chance 50%? Ist doch schlecht. Tja, hat so gerade die Kurve gekriegt. Schade. Blöd. What the? Gut, aber auf jeden Fall Redstone und Silicon ergibt Zeug, das ich nicht dabei habe. Cool. Halleluja. Kann auch nicht jeder. Kann ich das reinklicken? Wahrscheinlich nicht. Klicke, die klicke, die klicke. Ne, war ja klar. Hm. Haben wir hier noch eins? Redstone Alloy, ja, zum Glück. Okay. Dann gäbe es noch Electrical Steel, da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Und Elektrum bin ich mir auch gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Elektrum war geschmolzen. Ah, noch. Electrical Steel ist Pulverized Coal und Eisen. So, die Barrels müssten jetzt wieder dran sein. Hoffe ich. Mhm. Blöder Kabel. Also hier. Oh Gott, wie viel brauche ich denn da jetzt? Nee. Oh Gott, das sind viel zu viele. Hier. Oh Gott. Da kommt raus Redstone Alloy. Genau. Und hier wollen wir reintun Redstone, Silicon, nee, Eisen. Silicon und Pulverized Coal und wollen rauskriegen Electrical Steel. Und hier mal kurz nix, genau. Hinten auch nix. Ah, da, Moment, da ist noch was. Dann, ja, passt schon. So. Und das Ganze probieren wir jetzt einmal aus. Also Redstone, wie heißt's? Redstone Alloy. Hätte ich gern 6 Stück. Eins mehr, als wir hier gerade haben. Und Electrical Steel hätte ich gerne 64. Mhm. Und jetzt müsste theoretisch genau hier irgendwas rein. Und da kommt noch Pulverized Coal raus. Das sieht auch richtig aus. Da Perfekt. Ist ein Loch. Warum ist da ein Loch? Perfekt. Wo ist denn überall Löcher? Gott, ich komme nicht mehr. Wo bist du denn? Im Eingang. Im Eingang? Vom Lager. Jetzt ja, da ist hier oben das Kabel durchgegangen. Genau das hier. Ja, das und ist das, was wir bestellt haben. Ich fand es aber nicht besser, als es durch die Tür ging. Ja, aber so ist das ganze Haus kaputt. Das sieht scheiße aus. Mit anderen. Dann mach's anders. Nee. Tada. Nee, ich gehe jetzt einfach. Ich habe ein neues Haus. Du schmeißt mit Häusern nur um dich. Hm. Genau. Und im Prinzip war das so die Grundidee, wie das war's dann. Ich das so vorhab zu machen. Sag ich mal. Mhm, ja. Mhm. Und das können wir jetzt natürlich noch erweitern. Mhm. Und überhaupt und sowieso. Mhm. 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 Na dann. Mhm. Mhm. Ja. So, das heißt, du bist fertig. Mehr oder weniger, ja. Okay, soll ich mal schnell zeigen, was ja, ich ja, gemacht habe? Ist eigentlich nicht viel. Ich, wie ihr seht, ich crafte gerade. Das sieht sehr lustig aus. Was zum Henker craftest du da gerade? Auch nur ein paar Kisten und ein paar von den Logistic-Pipes und naja, irgendwann ist es fertig. Und irgendwann. Aber es macht immer noch Spaß zuzuschauen, gell? Mhm. Sieht mehr aus wie so ein Ameisenhaufen, aber gefühlt sieht es auch so aus, als ob die Sachen im Kreis drehen und nicht irgendwo hinkommen. Psst. Ne, passt schon irgendwie. Das Problem ist, die Kisten, die werden hier hinten produziert. Mhm. Ich weiß nur nicht, warum die solange jetzt hat das dann doch mal. Weil langsam. Wir nur MK1 haben, das heißt, es wird immer nur ein Item auf einmal produziert. Wenn wir jetzt MK3 hätten, würde ein Stack oder so auf einmal produziert werden können oder 9 Stacks sogar, irgendwie sowas.
Mit anderen Worten, ist viel lustiger zum Zuschauen. Richtig, dauert aber auch länger. Cool, alles Absicht. Gut, also du hast... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Falsche gecraftet, aber macht nichts, die brauchen wir auch. Egal, ja, jedenfalls haben wir hier unser Lager. und da habe ich jetzt die... Da bist du. Da habe ich jetzt die Barrels, die hier zwischen waren, rausgelegt, rausgehauen, weil ich hier keine Barrels haben möchte. Ein paar Barrels sind hier. Mhm. Die möchte ich hier haben, damit man halt drankommt und dass man sieht, wo wären Upgrades ganz praktisch. Hier ist übrigens das Dirt-Regal. Mhm. Ja, richtig. Und wenn du hier um die Ecke weitergehst, dann fange ich hier noch mehr Barrels an. Mhm. Also wo ich einfach in die Mitte gehen, wo ich in die Mitte gehen kann und quasi alles ja, sehen kann. Und ein netter kleiner Nebeneffekt, wenn wir dieses Kabel hier oben kappen, dann sind alle Barrels vom Netz. Das heißt, so können wir relativ einfach herausfinden, was ist sehr viel in den Kisten drin. Kann ich rauspumpen, Barrel aussetzen und wieder in die Barrels pumpen, nachdem ich natürlich das Kabel wieder gesetzt habe. Kleiner Nebeneffekt. Ja, und ich werde jetzt jedenfalls hier noch in die Lücken, wo früher die Barrels waren, Eisenkisten reinpacken und die auch anbinden. Und dann haben wir erstmal genug Kisten, hoffe ich. Sehr gut. Soweit der Plan. Cool. Und jetzt crafte ich noch das, was ich eigentlich wollte. So, Flo, was machst du gerade? Ich mache gerade Cheaty-Gleise. Ich habe festgestellt, dass man mit Mechanism Osmium und einem Stick 24 Gleise kriegt, was super krass bequem ist, wie ich finde. Und wir haben genug Osmium, deswegen... Ja, kein Problem. Mach ich das. Wenn wir eins haben, ist es Osmium. Eben. Haben wir schon Stahl? Jein. Ja, okay. Ja, so ein bisschen, weiß nicht, wa? Da brauche ich jetzt echt eine Rolling Machine für. Ohne Schmarrn. Na gut. Rolling, rolling, rolling. Genau. Boah. Ja, ich mache dabei noch mal ein paar... Brauche ich jetzt Fuzzy oder Ding? Schauen wir mal nach. Was will ich machen? Ich möchte von Mechanism so ein paar Basic Capacitor und sonst was herstellen. Also die Rezepte bauen. Capacitor, ja, da brauche ich definitiv. Ja, ich mach mal. Mach mal. Nochmal 10 davon, 10 davon. Die kann man immer wieder benutzen. Oh, du hast ein paar Crafting Logistic Pipes gecraftet. Oder irgendjemand. Oder? Ich weiß nicht. War ich dran? Ja, ja. Ich hab's nicht mitgekriegt. Das war ich vorhin. Ich wollte eigentlich die Chassis haben, aber die werden wir auch brauchen. Ja, ja, bin ich mir sicher. Sugar Canes bräuchten wir mal wieder. Ja, dann, das ist auch was wir unbedingt machen müssen: eine Sugar Cane Farm. Moment, wofür braucht man die? Wofür brauchte das Ding Sugarcanes? Für Papier, oder? Ja. Smelting schlecht. Haben wir nicht irgendwas, was... Ja, wir hatten den Impressor. Impressor? Oh. Impressor können wir ja... Impressor? Paper machen. Viel. Schnell. Stimmt. Stimmt. Naja, schnell nicht, aber viel. Ja. Der Alloy-Smelter ist jetzt drüben, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Der Alloy-Smelter, ja. Beide, ja. Schauen wir mal, was ist in dem Presser? Ein bisschen was. Ich bin gerade überlegen, sollen wir den Presser vielleicht auch rüberstellen? Warum nicht? Dann können wir den automatisch befüllen mit Holz. Was ist das eigentlich? Und dann kriegen wir da nach und nach Papier und brauchen keine Sugarcanes. Das ist auch toll. Es fehlt viel Glas. Hier ist etwas kaputt. Wo stelle ich den denn jetzt hin? Etwas. Sand, komm her. Schneller.
Ja, den tue ich da unten hin. Haha. Warum, weil ich es kann oder so? Wobei möchte ich den hier unten haben? Ach, ich weiß es nicht. Wo soll ich den Presser hinstellen? Soll ich den auch da drüben zu den Maschinen hinstellen? Die aber, ja, warum nicht? Die aber überhaupt kein mechanisches Ding mehr nicht braucht. Naja. Daniel, willst du bei dem Presser, nachdem du die ganzen Maschinen, Dingens hast, einstellen, dass Holz reingepumpt wird und Paper exportiert wird? Was für ein Presser? Der dir hier jetzt steht. Der Erpresser. Was? Holz? Nee, was? Wie? Spruce wird rein, Paper raus. Okay. Der soll einfach die ganze Zeit durcharbeiten. Ja. Also mit anderen Worten, er soll nicht aktiv ziehen, sondern so, wenn gerade nach einem Ziel gesucht wird für Holz, soll er sagen, ja, hier wäre ich. Ich hätte da was im Angebot. So, neuer Spaß mit Crafting. Bing, 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 bing. So. Dann. Bing, bing, bing. Das hat ein bisschen was von Kirmes, oder? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wer hat die Zeit schon verwendet? Oh, eine neue Runde. Golden Nuggets gut. Hätte ich gerne. Ne, da brauche ich einen. Da brauche ich einen. Wobei, wenn ich Gold Nuggets verwende, brauche ich kein Fuzzy. Okay, ich brauche unterschiedliche. Ich brauche ja unterschiedliche Coppers. Auch wenn es wahrscheinlich nur eins wird, aber. Genau. Genau. Wenn die Chance besteht, dass es auch was anderes ist. Wenn dann und so. Dann schon konsequent. Ich packe hier drüben mal alles in diese Goldkiste, damit es nach und nach ins Lager gepumpt wird. Bei den Kisten muss Default Route auch ja sein? Kisten? Eigentlich nicht, oder? Moment, bei den. Wieso? Welche Kisten? Normale Kisten, wo ja, alles reinkommt. Das bedeutet ja genau, dass die Default Route ja sein soll. Sonst packt er ja nichts rein. Okay. Na gut. Das ist die Definition von Default Route ja. Ja, ich würde es eher anders interpretieren und sagen, ach so. Du meinst, dann überspringt er die leere Kiste, wo nein ist, und sucht sich was anderes, wo er irgendwas rein importieren kann, oder? Also im Prinzip, schau da, will irgendjemand dieses Item haben? Falls nein, würde jemand das trotzdem nehmen. Das ist die Default Route. Wenn du nichts eingestellt hast, bedeutet das, ich nehme nichts. Das ist kein ich nehme alles, sondern ein ich nehme nichts. Okay. Dann mache ich das halt so. Gut, dann. Diese ganzen Factory Basic, sonst was Sachen brauchen immer ein. Ja. Ein Steel Casing. Ach du gute Güte. Wobei wir irgendeinen Stahl nehmen wollen. Sehr schön. Und dann drauf einmal Crafting und Fuzzy und Import. Wunderbar. Gut, und wir brauchen jetzt hier drüben noch einmal eine Enrichment und genau, eine Enrichment und eine, wie heißt das andere Ding? Ja, den Metallurgic Infusor. Das können wir eigentlich direkt bauen.
Gott, das ist viel Schotter. Zwei Furnace, vier Osmium, ja, vier Iron. Furnace. Puh, die Kiste ist voll. Nee, wir haben kein Rezept für eine Furnace. Was ist denn hier los? Okay, erstmal die ganzen einzelnen Sachen. Kobbel. Sechzehn Kobbel. Iron. Nicht Iren, sondern Iron. Sagst du. Vier Iron, ein Osmium. Und zwei, nein, nicht, jetzt wollte ich schon eingeben, zwei, weil ich zwei Redstone wollte, ja. Mhm, als Wort. Mhm, ja, habe ich zwei eingegeben. Sehr gut. Und? Na, wer weiß. Was war das letzte? Drei. Oh Gott. Gestern. Ah, Furnace, richtig. Haha. Ey, diese Verkabelungssache macht nicht Spaß. Wirklich nicht. Also verkabeln ja, aber die Karten dann immer einzeln reinlegen. Gut, den Metallurgic Infuser haben wir und dann noch ein Enrichment-Dingens da. Eventuell Factory, schauen wir mal. Man kann es nicht mal Shift klicken. Combining, Smelting. Ah, hier, Enrichment Chamber da. Braucht ein Steel Casing, zwei Basic Control. Haben wir die schon? Yep. Zwei Basic Control, Steel Casing. Das waren zwei, ich brauche nur eins. Burscht. Vier Redstone, zwei Eisen. Und Red. Und Eisen habe ich nur zwei mehr gegeben. Nochmal zweimal. Okay. Gib's dir. Steel Casing und ihr beiden. Und irgendwas habe ich falsch gemacht. Ist es oben? Ah, vier Redstone und zwei Eisen so rum. Nein. Daneben. So rum. Daneben. Oh. Daneben. Ich habe den Block nicht getroffen. Wahrscheinlich habe ich zu viel Schnaps gesoffen. Ja, so klingt's. Oh Gott. Apropos Schnaps gesoffen. Was sagt die Zeit? Wie schnell ist die Zeit schon wieder vergangen? Ja, sie ist vorbei, zum Glück. Die Zeit ist vorbei. Was heißt das die jetzt? Zeit ist Ach, vorbei. Nichts, gar nichts. Nee, nee. Ich wollte damit nichts ausdrücken. Dann gehe ich halt ganz viel Minecraft. So, Fuck wie mache ich das denn jetzt? Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das war die Hoffnung. Gut. Wir dürfen beim nächsten Mal noch überlegen, oder bis zum nächsten Mal überlegen, wie wir das Ganze aufstellen. Und sonst was. Aber. Yay, die Kiste ist leer. Boah. Die Kiste ist leer, die Kiste ist leer. PvP ist an, oder? Ich glaube ja. Soll ich dich noch verfolgen oder verschieben wir das auf nächste Folge? Ja, lass mal gut sein. Okay. Dann. Ein Loch ist im Haarhaus lieber. darf ich ihn muten? Dann mutest du den Jojo gleich mit. Macht nix. Du kannst es natürlich auch per Hand in den Logistic Request Table packen, Flo. Den Mute. Nee, die Items, die du aus der Goldkiste exportieren lässt. Könnte ich, aber dann müsste ich die immer in diesen Dings reinklicken und so kann ich einfach Shift reinklicken. Okay. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.